Und ich freue mich sehr ganz besonders, jetzt Jan Girlich vom Chaos Computer Club begrüßen zu dürfen, ein Softwareentwickler, der mir gesagt hat, er wird mir über Data Security und über sicheres Programmieren und über Sicherheit beim Entwickeln von Software und Open Source eben sprechen. Ja. Bitteschön. Dankeschön, hallo. Mein Name ist Jan, ich komme hier aus Hamburg. Auf meinem Fahrradweg von der Hafen City her hatte ich keine Probleme mit dem OpenSSL-Verbindung meines Smartphones. So. Ich werde jetzt eigentlich, wäre mein Vortrag noch mal zwei, drei Vorträge vorher ganz ideal gewesen. Ich werde jetzt mich mal auf die Grundlagen zu sprechen kommen, von denen wir hier die ganze Zeit reden. Ich hatte mal einen sehr schönen Vergleich gehört, den habe ich aus einem anderen Kontext, den nehme ich jetzt einfach mal hier und stehle den ein bisschen. Open Source ist so ein bisschen wie Sex unter Teenagern. Jeder spricht davon, keiner weiß, wie es geht. Ja? Und darum werde ich jetzt gleich erstmal einsteigen, was ist denn überhaupt dieses Open Source? Und zwar muss man sich da einmal anschauen, wie entsteht dann überhaupt Software? Das ist ein Prozess. Ganz oben, da sitzen die Entwickler, also so jemand wie ich, und der schreibt einen sogenannten Quelltext. Das ist das, was im Englischen als Source bezeichnet wird. Und das ist einfach eine menschenlesbare Beschreibung davon, was das Programm mal tun soll. Das wird in einem Computerprogramm gefüttert, das nennt sich Compiler. Der übersetzt das menschlich Verstehbare in etwas Maschinenlesbares, das dann tatsächlich vom Computer ausgeführt werden kann. Und damit man das jetzt mal ein bisschen sieht, habe ich da mal Beispiele gemacht. Na, kann man das lesen? Das Blau ist ein bisschen schwer zu sehen. Aber das ist ein ganz simples Beispiel, das nennt sich ein Hello World Beispiel. Ja, das ist so die klassische Programmiereinsteigerarbeit. So, was muss man eingeben, damit das Programm einfach nur Hello World zurückschreibt? Und das ist jetzt das Minimalbeispiel für C++, das ist die meistverbreitete Programmiersprache heutzutage so. Ist auch eine sehr alte inzwischen. Und man sieht, da kann man so überlegen, da gibt es irgendwie eine Main-Funktion, da gibt es irgendwas mit C-Out passiert da, das, ne? Und dann steht da Hello World und da ist irgendwie ein Endl, das steht für Endline und dann kommt da unten noch ein Return. Das kann man Menschen noch irgendwie beibringen, das kann ein Mensch lesen, verstehen. So, jetzt kommt der Compiler. So, ach ja. Da führe ich den Compiler aus und sage, hier, mach mir mal eine Hello World.exe draus, führe ich die aus, sagt die Hello World. Alles gut. Und diese Hello World.exe, das ist jetzt das Spannende, die sieht ungefähr so aus. Ja? Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die ist riesengroß, komplex, versteht man nicht mehr. Sowas dann nachzuvollziehen, was das Programm tut, ist eine Mammutaufgabe. Da kommt man nicht mit. Wenn man sich jetzt also ein Windows nimmt und sagt, ich möchte einfach mal wissen, was tut dieses Windows eigentlich wirklich? Ja? Was passiert mit meinem Passwort, das ich in der Windows-Log-On-Box eingebe? Wo wird das hingeschrieben im Computer? Wo wird das gespeichert und so weiter? In der Theorie steht es dort. Aber das ist so unleserlich, so unverständlich, so schwierig nachzuvollziehen, dass man, das ist eine Lebensaufgabe, damit wird man nicht fertig, bevor das neue Windows rauskommt. Ja? Und darum ist es halt wichtig, dass man Open-Source-Software hat. Das ist halt auch für die Sicherheit sehr wichtig. Darum nochmal ein kleines Ding hier. Was heißt überhaupt Sicherheit? Bei Software insbesondere. Ich meine, klar, Gebäudesicherheit, können wir uns alle was darunter vorstellen. Ne? Hast du jemanden davor stehen, der da sorgt, dass du nicht reinkommst. Aber bei Open-Source-Software ist das alles ein bisschen, allgemein bei Software ist das ein bisschen komplexer. Software ist natürlich erstmal, wir sagen immer, es ist ein Prozess, kein Zustand. Ja? Man kann nicht sagen, diese Software ist sicher. Weil dann stellt man irgendwann plötzlich fest, nein, war sie doch nicht. Oder es gibt eine neue Methode zum Angreifen, die sich mit der Zeit entwickelt hat, weil sich Forscher dran gesetzt haben oder weil etwas einfach technisch neu entwickelt wurde. Und deshalb kann man einfach nicht sich hinstellen und sagen, das ist sicher, sondern es ist ein stetiger Prozess, wo man immer dran arbeiten muss und immer mit der Technik mitgehen muss. Es ist teilweise auch richtig ein Wettrennen gegen Angreifer. Und wenn jemand sagt, das ist sicher, dann meint diese Person üblicherweise oder kann nicht viel mehr meinen als, naja, noch hat keiner eine Sicherheitslücke entdeckt und falls doch, dann hat das noch nie jemand erzählt. Mehr heißt das nicht. Naja, jetzt ist die Frage natürlich, wie kriegt man dann Software sicher? Und die Antwort ist ganz einfach, Audits. Ja? Jemand muss sich diese Software anschauen. Und das ist nämlich genau das, was dann also auch bei Heartbleed, wie wir gerade gelernt haben, passiert ist. Ne? Jemand hat sich angesetzt, hat diese Software tatsächlich mal angeschaut und gesagt, was passiert, wenn ich hier mal eine andere Eingabe als die erwartete reingebe. Und
solange es niemand gibt, der sich hinsetzt und diesen Audit einfach mal macht, ob es jetzt mit Open Source oder Closed Source Software passiert, kann man nicht nachschauen, ob da vielleicht irgendwie sperrangelweite Sicherheitslücken sind, ja, sperrangelweit offene Sicherheitslücken. Ja? Und das ist eigentlich eine der wichtigen Ausgaben, die ich hier jetzt auch kurz mitbringen möchte. Ja? Open Source Software hilft uns, dass wir da reinschauen können, einen Audit machen können, ohne dass wir zum Hersteller gehen müssen und zu sagen, hey, lieber Hersteller, ich würde gerne wissen, wie sicher ist deine Software, dann kannst du uns denn mal irgendwie deine Software mal irgendwie auditen und uns mal erzählen, wie sicher die ist. Ne? Kann man ja machen, vielleicht macht der Hersteller das, fragt nach einem Enzymchen und so weiter, ist ja alles okay, aber vielleicht tut das ja auch nicht. Und bei Open Source Software ist man natürlich offen zu sagen, hey, liebe Sicherheitsfirma XY, ich nutze diese Software, Open Source, ist total zentraler Bestandteil meiner Infrastruktur, könnt ihr da mal drauf gucken? Wäre geil. Ja. Naja. Ein ganz wichtiges, grundlegendes Prinzip von Software, in Sicherheit in Software, ist auch, dass die Funktionsweise der Software, wenn sie offen ist und überprüfbar ist, die Sicherheit darstellen soll. Ja? Die Sicherheit soll nicht sein, niemand weiß, wie dieses Softwareprodukt funktioniert, sondern die Software soll dadurch sicher sein, dass man weiß, hey, ich weiß, wie das funktioniert, ich kann dir nachweisen, wenn du unter diesen Bedingungen das so machst, dann kann niemand deine Daten daraus lesen. Ja? Und das kann man natürlich nur machen, wenn man also irgendwie den Code zur Verfügung hat und weiß, was diese Software tut. Das Geheimnis. Also es gibt dann natürlich irgendwo sowas wie zum Beispiel ein Passwort. Das ist so der klassische, das klassische Geheimnis. Daran sollte die Sicherheit hängen. Ja? Die Sicherheit sollte das wirklich nur daran hängen, dass es etwas gibt, das nur ich kenne, mit dem ich in diesem System Zugang bekomme zum Beispiel. Und nicht etwa darauf, dass man nicht weiß, wie dieses System funktioniert und darum wird da keiner rankommen. Und dieses Prinzip, andersrum, nennt sich die Security through Obscurity. Es wurde auch schon erwähnt von dem Herrn Ganten ganz am Anfang. Ja. Es ist halt explizit die Idee, dass ich mein System so baue, dass niemand weiß, wie genau die Software funktioniert. Ich verschleier sie ein bisschen. Ja. Ich mache da irgendwie ein bisschen Bitschubserei und dann weiß keiner mehr genau, wo was versteckt ist in meiner Software. Und dann, wenn niemand weiß, wie es funktioniert, kann das ja auch niemand hacken. Ja. Ja, dann muss man allerdings auch darauf hoffen, dass niemand sich wirklich mal die Mühe macht, da hinzusetzen und mal alles Mögliche durchzuprobieren. Ja. Und es gibt so ein ganz schönes Beispiel. WhatsApp, hat sicherlich schon mal jemand von euch gehört hier, ist eine weit verbreitete Chatting-Plattform auf Mobiltelefonen. Und die sagen, hey, wir kümmern uns um ihre Privatsphäre, wir verschlüsseln. Allerdings funktioniert deren Verschlüsselung auch so ein bisschen auf Obscurity. Und zwar haben sie einen Schlüssel für alles. Und mit diesem einen Sicherheitsschlüssel, den haben sie gesagt, den verstecken wir so clever in der Software, dass den keiner auslesen kann. Das ist er. Ja. Den könnt ihr auch im Internet googeln. Ihr findet vielleicht auch noch ein paar verschiedene Versionen davon. Aber ja, genau, das ist eben das Problem. Man muss eine Software eben so gestalten, dass man sie rausgeben kann und sie trotzdem noch sicher ist. Und dafür ist Open Source eben ein super geeignetes Mittel. So, und das wurde ja auch schon hier angesprochen von Herrn Rafael de la Guerra, wie auch immer, danke. Vertrauen ist nämlich sehr wichtig. Und es gibt so drei Punkte, bei denen wir in Software einfach immer nur den Herstellern trauen können. Die wurden alle schon angesprochen, ne? Das eine ist, wir können nur auf unseren Hersteller vertrauen, dass in seiner Software mal drauf geguckt wurde, ob die Software irgendwelche großen Sicherheitslücken hat. Bei Open Source Software können wir auch jemanden beauftragen oder es selber tun, das für uns zu tun. Bitte schaut euch diese Software mal an. Wir müssen nicht auf den Hersteller warten, ihn darum bitten, wir sind da nicht abhängig. Wir haben sogar auch die Möglichkeit zu sagen, hey, da ist eine Sicherheitslücke und der Hersteller, der braucht uns zu lange oder was? Wir beauftragen jetzt mal selber jemanden. Hier, fix doch mal. Das muss in 3 Stunden gefixt sein. Ich gebe extra viel Geld dafür aus. Keine Ahnung. Aber ich habe die Möglichkeit zu sagen, es ist Open Source. Ich kann selber Modifikationen einbringen. Insbesondere in Sicherheitsfragen natürlich auch eine Sicherheitslücke selber patchen. Ja.
Oder wenn es ein Open-Source-Projekt zum Beispiel ist, wo dann vielleicht nur 3 Maintainer sind und die sind alle überlastet und haben gerade keine Zeit, diese wirklich kritische Sicherheitslücke zu fixen, dann kann man sich jemanden dafür anheuern oder sonst was und sagen, hier, das ist das Open-Source-Projekt, die kriegen es gerade selbst nicht gebacken, bitte contribute einen Fix für dieses Problem. Ja. So, und das ist seit insbesondere Juni 2013 eine sehr häufig gefragte Frage. Wie kann ich denn sicher sein, dass die Software, die ich gerade am Laufen habe, also insbesondere eine Closed-Source-Software, die auf meinem Rechner läuft, das Betriebssystem, also Windows, oder vielleicht auch das Office, das ich darauf habe, wie kann ich sicher sein, dass diese Software nicht noch irgendwelche Funktionen eingebaut hat, die ich nicht möchte, wie zum Beispiel, dass es meine Daten abführt. Also ich denke, jeder, der hier heute einmal drüber nachgedacht hat, wie wäre es denn, was passiert denn mit der NSA in Bezug auf unsere Verwaltung hier? Ja, wie können wir sicher sein, dass die NSA nicht zu Microsoft gegangen ist und gesagt hat, hey, hier ist so ein Gag-Order, ihr dürft nicht drüber reden, aber ihr müsst jetzt eine Hintertür in euer Windows einbauen, damit wir auf jedem Rechner dieser Welt übers Internet alle Daten rausziehen können. Wir wissen es nicht. Ja, wir können nur spekulieren. Und wir können uns diese Sicherheit nicht erlangen, weil wir einfach nicht in Windows reinschauen können, um zu gucken, ob da so eine Hintertür drin ist oder nicht. Alles, was wir machen können, ist im Prinzip so ein Windows laufen lassen und dann immer mal so gucken, was geht denn da gerade für Internetverkehr von diesem Windows-Rechner ab? Ja, und was ist, wenn wir im richtigen Moment nicht hingucken? Na, und dann diese Riesenmengen Daten auswerten, das kriegen wir auch nicht hin. Wenn wir jetzt anfangen, alle Behördenrechner zum Beispiel immer komplett alles, was die hin und her schicken, von vorn bis hinten uns anzugucken, das kriegen wir nicht hin. Ja. Und Open Source Software hat eben die Möglichkeit und sagt, okay, mach doch mal hier eine Analyse von diesem Software, ja, guck doch mal, wann spricht diese Software mit der Außenwelt, wo, was wird wo gespeichert, ist da irgendwo eine Backdoor drin, die anfängt, Sachen rauszuschicken. Natürlich kann die auch versteckt sein, dass man die nicht auf den ersten Blick sieht, aber bei Closed Source Software bringt uns das gar nichts. Da können wir überhaupt gar nicht reinschauen. Ne? Genau, das sind so die 3 wesentlichen Vorteile, die ich in Bezug auf Sicherheit und auf Open Source hier sehe und die ich euch einmal erzählen wollte. Ja. Natürlich, es gibt auch Nachteile. Und wenn ich schon mal hier bin und so toll von Open Source rede, dann dachte ich mir, bin ich auch mal so fair und erwähne ein paar Nachteile. Der Angreifer kennt mein System. Und zwar ziemlich gut im Zweifelsfall. Ja. Der weiß genau, wenn mein Server sich irgendwie meldet und sagt, hey, ich bin hier Linux mit der Version und dieser Bibliothek, dann kann er nachgucken und weiß, haha, die Bibliothek, die funktioniert so und so und so und so und so. Ja, aber da habe ich ja gesagt, ganz am Anfang, ja, der Trick bei der Sicherheit sollte ja sein, dass er trotz des Wissens nichts damit anfangen kann. Ja. Und das andere, was einem natürlich passieren kann, was auch häufig mal in Diskussionen aufkommt, dass gesagt wird, naja, komm, nimmst du Open-Source-Software, ist alles sicher. Das kann auch ein Fehler sein, weil dann hat man vielleicht wieder ein Paket, wie zum Beispiel OpenSSL, habe ich gehört. Da ist dann mal so ein Bug drin, der nicht gefunden wurde, weil da nicht genug Manpower war, um das zu überprüfen, weil die Maintainer vielleicht nicht genügend waren oder ähnliches. Und man kann natürlich ganz schnell reinfallen und sagen, hey, ich habe doch alles Open-Source, auch alles sicher, kann nichts passieren. Ja. Das sind 2 Nachteile, ja, aber... Das sind 2 Nachteile, von denen ich behaupte, die kann man fixen. Ja. So, also mein Fazit. Für ganz, ganz allgemein. Open Source Software, ja, bietet uns eine Chance. Und die Betonung liegt auf dem, sie bietet uns eine Chance. Ja. Sie ist nicht per se sicher, aber sie bietet uns eine Chance, hohe Sicherheit zu erreichen. Und der 2. Punkt pusht das noch ein bisschen weiter. Und zwar ist die Ansage ganz klar, dass diese Chance auf die Sicherheit, das ist ein Sicherheitslevel, das wir nicht mit Closed-Source-Software erreichen können. Denn nur wenn wir wissen, wie das Programm intern wirklich funktioniert, können wir wirklich hohe Sicherheitsstandards erreichen. So, ich bedanke mich bei euch.